Hallo Dr. Robert Kluge. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen. Sie sind am Deutschen Museum ja der Flugexperte und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wie ist das denn eigentlich? Gibt es das denn häufiger, dass ein Automobilhersteller tatsächlich angefangen hat, ja, in der Luftverkehrsbranche? Denken Sie an BMW? Zum Beispiel hat mit Flugmotoren angefangen und ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg in den Fahrzeugbau eingestiegen. Und so ist es auch bei Nakajima gewesen, die dann später in den 50er Jahren als Subaru mit PKWs begonnen haben. Wie groß ist denn der Schritt jetzt tatsächlich aus der Luft auf die Straße? Weil normalerweise würde man sich ja fast denken, wir gehen mal lieber andersrum. Wir probieren es erstmal auf der Straße, bevor wir in die Luft gehen. Wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt ein Motor aus der Luft quasi auf die Erde? Es hängt einfach mit der Fertigung, mit der Triebwerksfertigung zusammen. Die Prozesse sind ähnlich. Insofern gibt es da Berührungspunkte im Fahrzeugbau, im Flugzeugbau. Die Produktion eines Flugzeugs hat in gewisser Weise auch Ähnlichkeit mit dem Fahrzeugbau. Insofern gibt es da immer wieder Überschneidungen. Wenn Sie sich jetzt mal die Geschichte der Luftfahrt anschauen und auch die Geschichte, ja, oder die Entwicklung der Autos, was glauben Sie, was hat sich schneller entwickelt und was ist vielleicht auch schon weiter? Auch schwer zu sagen. Also es gibt immer wieder gegenseitige Befruchtungen aus der Luftfahrt in den Fahrzeugbau. Ich denke zum Beispiel an die Turbolader, an die Einspritztechnologie beim Triebwerk. Ich denke an das ABS, was aus der Luftfahrt kommt. Umgekehrt ist es mittlerweile auch so, dass der Flugzeugbau, vor allem der Leichtflugzeugbau, immer wieder Einflüsse aus dem Fahrzeugbau übernimmt. Zum Beispiel Dieselmotoren sind ein Thema seit ungefähr 20 Jahren im Flugzeugbau, weil einfach die Kraftstofftechnologie oder die Kraftstofflogistik eine ähnliche ist und man braucht dann eben nur das Kerosin, was auch in den Jetflugzeugen benutzt wird, kann man auch in Dieselmotoren verbrennen. Oder eben jetzt ganz neu die Elektrotechnologie oder die Elektromobilität. Da warten die Flugzeugbauer eigentlich schon lange sehnsüchtig auf Fortschritte, die aus dem Fahrzeugbau kommen können, weil das einfach eine breite Anwendung ist, wo dann die hohe Energiedichte in Akkumulatoren, die für den Flugzeugbau erforderlich ist, dann hoffentlich über den Fahrzeugbau erreicht wird. Also so gibt es immer wieder Überschneidungen und gegenseitige Befruchtung. Aber ABS, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt aus der Luftverkehrsbranche. Richtig. Warum? Das wird gebraucht, um eben ein großes Flugzeug auf einer langen Piste schnell zum Stehen zu bringen. Also wenn da Aquaplaning ist, dann braucht man eine Technologie, um das Flugzeug eben nicht auf dem Wasserfilm gleiten zu lassen und innerhalb einer bestimmten Landestrecke dann eben auch zum Stehen zu bekommen. Und bei schweren, großen Jetflugzeugen ist das eben erforderlich, um das Flugzeug dann in einem sicheren Bereich zum Stillstand zu bekommen, in den Boden zu halten. Wie kann man sich das vorstellen? Autonomes Fahren, ganz, ganz großes Thema. Wenn ich an den Autopiloten denke im Flugzeug, also das autonome Fliegen, das gibt es ja schon viel länger. Das gibt es lange. Warum dauert das dann so lange mit dem autonomen Fahren? Wo sind da die Probleme? Autonomes Fliegen gibt es ja auch nicht im großen Luftraum. Das gibt es in bestimmten freigegebenen Bereichen oder bei Drohnen, wo es keinen regulierten Luftraum gibt. Auch da sind ja die Entwickler momentan dran. In Dubai soll dieses Jahr zum ersten Mal ein autonomes Fluggerät Personen transportieren. Das wird noch eine Weile dauern, bis das alles so reguliert worden ist. Und ähnlich ist es eben im Fahrzeugbau auch. Also Sie müssen gewährleisten, dass versicherungstechnisch alles geklärt ist. Wer ist jetzt eigentlich schuld, wenn was passiert? Ja, stimmt. Anders ist es in der Luftfahrt auch nicht. Also insofern lernen wahrscheinlich auch beide Verkehrszweige voneinander. Sie haben gerade Dubai angesprochen und die autonomen Taxis, die sind da ja tatsächlich für dieses Jahr schon angekündigt. Wir sind alle sehr, sehr gespannt und schauen drauf, ob das denn klappen wird. Kann man denn sagen, das ist eigentlich so ein kleines Flugzeug mit ein bisschen weniger Flügel, vielleicht auch nur Flügler oder sowas? Das ist und das fliegt dann tatsächlich von selber? Ist das realistisch, dass das dieses Jahr noch kommen wird? Es ist ja kein Flugzeug in dem Sinne, es ist ja mehr eine Hubschraubertechnik. Also es ist was senkrecht fliegt. Wenn Sie an Quadrocopter denken, die im privaten Bereich zur Fertigung von Filmen oder überhaupt für bewegtes Bild eingesetzt werden, das ist ja eine ähnliche Technologie. Und das autonom fliegen zu lassen und zu skalieren, dass ein, zwei Personen da reinpassen, das ist eigentlich technologisch überhaupt kein Problem. Wichtig und interessant wird es dann eben wirklich erst, wie ist die Regulierung, was für Lufträume sind da möglich, wie ist es mit Kollisionen gegen Häuserwände, was passiert, wenn Windeinfluss ist, wie gut reagiert das autonome Gerät dann darauf. Das sind alles Fragen, die noch zu klären sind. Und das wird ja auch nicht im großen Maßstab in Dubai passieren. Das wird vielleicht ein Gerät oder zwei, die dann erstmal auf einer Pendelstrecke getestet werden. Das wird eine Weile dauern. Da werden wir auf jeden Fall weiterhin nach Dubai schauen und die Entwicklung da verfolgen. Lassen Sie uns noch mal zu dem Schätzchen hier zurückkommen. Fuji hieß ja früher, oder Fuji Heavy Industries, das war die Flugzeugmarke im weitesten Sinne. Ich glaube, 299 Modelle gab es von diesem Flieger. Und der hat, das haben Sie mir vorher verraten, so ein paar ganz besondere Gimmicks. Was ist das denn?
Dieses Flugzeug ist, was ungewöhnlich für ein Flugzeug dieser Klasse, ein viersitziges Flugzeug ist, ist kunstflugtauglich. Also Sie können damit Kunstflugfiguren fliegen, Loopings, Rollen, Turns, all sowas, was in der Ausbildung zum Beispiel für die Kunstflugpiloten interessant ist oder aber eben auch in der Grundausbildung für Piloten, dass sie mal Situationen, Grenzbereiche kennenlernen, was passiert, wenn die Strömung abreißt am Flügel, wie bekomme ich wieder Kontrolle über das Flugzeug. All das können Sie mit so einem Flugzeug testen und lernen. Und das war eigentlich sehr weitsichtig von Fuji damals, sowas einzubauen, um eben einen Fuß auf den Weltmarkt zu bekommen. Hat leider nur eingeschränkt funktioniert. In Europa fliegen einige davon. 299 ist keine Riesenstückzahl, wenn man Autoproduktionen denkt. Aber für einen Hersteller, der zum ersten Mal sowas versucht hat und versucht, gegen die amerikanischen Hersteller anzukämpfen, die sehr, sehr dominant sind in dem Bereich bis heute und das besonders in den 50er und 60er Jahren waren, dann ist das schon ein Achtungserfolg. Dann haben Sie gesagt, es gibt noch so ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Hebel, der das Fahrwerk simuliert. Ja. Auch ganz spannend, weil natürlich kann man das bei den kleinen Maschinen gar nicht ein- und ausfahren. Das auch zur Pilotenausbildung. Und ich glaube, es gab noch eine dritte Sache, die im Flugzeug irgendwo... Ach, die Flügel, die so ein bisschen höher stehen, die so V-förmig sind. Ja, das ist auch noch eine Besonderheit. Flugzeugkonstruktion ist immer irgendwo ein Kompromiss. Und um ein stabiles Flugzeug zu bauen, brauchen Sie eine gewisse V-Form. Das heißt also, es fliegt stabil. Aber wenn Sie Kunstflug betreiben wollen, ist das natürlich wieder ein Widerspruch. Sie brauchen kein stabiles Flugzeug, sondern im Gegenteil, ein agiles. Und das gegeneinander aufzuwiegen, ist auch eine Herausforderung. Also Sie haben relativ große Querruder im Flügel eingebaut, um eben diese V-Form zu kompensieren. Und da hat Fuji sich einige Mühe gegeben, um das alles unter einen Hut zu bringen. Herr Dr. Kluge, vielen Dank für das spannende Gespräch. Sie haben gerade gesagt, die Schätzchen hier, die fliegen auch alle. Und genau das wollen wir jetzt ausprobieren. Motordialog hebt ab und wir testen jetzt mal das Flugverhalten dieser tollen Maschinen und schauen uns die Welt von oben an.